So, da sind wir wieder beim nächsten FIFA 14 Karriere Modus Part. Alter Schwede, ey. Das ist das vorletzte Spiel und dann ist schon Transferphase. Also dann ist das Transferfenster auf. Da freue ich mich natürlich schon richtig drauf, Spieler wieder zu verpflichten und zu verkaufen. Und ich habe keinen Ton an, ne? Das ist ja wieder super hier. So, jetzt aber. Also es gibt ihn Saures gegen Freiburg. So. Zack. Unten, oben. Ach Mist, sie wollte eigentlich so schön vorbeidribbeln. So. Ja, wir haben ja noch Zeit, ne, also. Jetzt oben. Ach, schade, zu weit. Egal. Abstoß. Bakalli spielt heute wieder. Also, ich kann ihn euch nur empfehlen, der hat ein Potenzial von 90. Also, holt ihn euch. Der ist 17 Jahre alt. Ich habe ihn für 2,5 Millionen Euro geholt, ein Schnäppchen, aber ich habe ja dafür noch Jakunen weggegeben, damit das dann so hinkommt. Die wollen ja eigentlich 7 Millionen haben, aber ich habe ihn dann trotzdem für 2 Millionen, für 2,5 Millionen gekriegt, glaube ich. Irgendwie so ein Dreh. Und Jakunen brauchte ich eh nicht mehr, weil ich eh nur auf Juve setze, weil Subjekt spielt ja auch nicht so oft, seht ihr ja selber. Deswegen habe ich gedacht, okay, das passt. Dann hole ich mir halt einen, der dann irgendwann richtig viel Kohle wert sein wird. Und ja, habe ich gemacht. Habe ich ein Schnäppchen sozusagen gemacht, weil Jakunen hätte ich eh verkauft. Deswegen, ne, nicht wundern, wo ist Jakunen? Der ist dort mit reingegangen. Ah ja, glaube ich schon mal gesagt. Mist. So. So, jetzt einmal oben. Ah, Mist. Unten schön Mamjouf. Er schießt rüber. Ach komm schon. Ist nicht dein Ernst. Ach egal, komm. 19 Minuten erst gespielt. Da ist immer noch alles offen. Sei schon in jeder Partie. Wo ich dann trotzdem fast noch verliere am Ende. Schuf startet. Schuf ist durch. Torschuss. Und wieder rüber. Alter. Es ist doch nicht wirklich dein Ernst. Das glaube ich nicht. So. Schuf. Ah, Mist. Hängen geblieben. Aber er holt sich den mal wieder. Zieht nun nach. Wollte nach innen ziehen. Das eigentlich die beste Möglichkeit ist. Ach so, Marcelo spielt auch mal wieder. Damit er wieder glücklich wird. Naja, was heißt, damit er wieder glücklich wird? Er hat mich gefragt, ob er wieder spielen kann. Habe ich gesagt, hab ja. Oh, scheiße, das war nicht geplant. Der Torschuss. Aber ich wollte ihn sowieso wieder spielen lassen, weil Ballas hat ja jetzt schon oft gespielt. Es ist wieder Zeit, dass ja, das Marcelo wieder spielt. So. So. Rodriguez. Kriegt den Ball noch, sehr gut. Am Juf. Ach, Schuss wird blockiert. Ich sage jetzt einfach blockiert. Das hat ja eigentlich, ja, ist eigentlich dasselbe, ne? Blocken und blockiert. Ach egal. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Weil ihr seht es ja selber. Los Santos. Oh, Baumann. Schön gehalten. Aber auch schön geschossen. Ist ein Kopfballtor bitte.
Geht doch, Sané, aber bitte mit Sahne. Ach, der, ach komm, ey, der muss jetzt einmal sein. So. 37. Minute, 1-0. Sehr schön. So, jetzt oben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Los Santos. Und auch dieser Schuss wurde geblockt. Was gibt's jetzt? Erstmal eine gelbe für Fernandes, warum weiß ich nicht. Ja, das kann man schon eher als gelb bezeichnen. Jetzt nochmal ein Kopfballtor. Santos. Ups. Ball haben wir aber noch. So. Jetzt wieder abgefangen. Aber unsere Mannschaft steht schon wieder. So. Aufgepasst, haben wir. Sehr gut. Ist oben. Genial gemacht zu Stindel. Stindel. Immer noch Stindel, aber er kam dann doch nicht richtig zum Schuss. Schade. Hat sich aber gut durchgesetzt, muss man sagen. Wie in der Realität. Ja, also realistisches Game und so. Wisst ihr ja. Los Santos. Ah, kann ihn nicht wieder erobern. So ein Baumann haut ihn erstmal weg. Ja, 1-0. Luft nach oben ist auf jeden Fall. Ja, 4 Torschüsse. 4-0. Aber das kennen wir ja schon. Da haben wir dann trotzdem immer ein Gegentor kassiert. Was ist denn das für einer? Terracinio. Ach, keine Ahnung. Den kenne ich gar nicht. Habe ich wahrscheinlich noch falsch ausgesprochen. Ich kenne diesen Spieler nicht. Amjuf wieder alleine vom Tor. Jetzt aber. Oh, wieder Baumann. Das ist sehr gut gehalten. Muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir aktuell vom Baumann. Auch wenn ich für Hannover bin, aber trotzdem der Hekun. Naja, da könnte man auch wieder Handspiel pfeifen, ne? Also so vom Prinzip her. Aber war ja angeschossen. Aber manche Schiedsrichter pfeifen das trotzdem als Handspiel. Also so. Jetzt so Santos war mit einer Chance. Er macht ihn. Sehr cool. 2-0 verdient, muss man wirklich sagen, ne? Also, wenn man so gut spielt und das Team ist richtig geil zusammengebaut von mir, beziehungsweise auch von euch, ne? Weil ihr mir ja auch die Spielertipps gegeben habt, die ich verpflichten soll, welche Spieler. Hoffentlich macht er das dieses Mal wieder so ordentlich. Aber ich habe mir da schon ein paar notiert, die ich eventuell mal mir holen könnte. Könnte, ne? Heißt ja nicht, dass ich es machen werde. Aber Elia, ne, tut mir leid, den werde ich mir trotzdem nicht holen. Weil ich bin da einfach gut aufgestellt. Wenn, hole ich mir noch einen RM und dann kann Bakali als LM spielen, also. Das ist gar keine Frage. Ich habe schon alles richtig gemacht. Ja, schade, Bakali kam nicht durch, aber jetzt. Schade. So, Zieler kommt mal raus. Nicht, dass sie wieder einen Freischuss kriegen, das will ich nicht. Ballverlust, der war unnötig. Schnell hinterher, schnell hinterher, schnell hinterher. Schnell in die Mitte. Sehr gut. Die Abwehr steht, seht ihr ja. Der Gegner kommt nicht zum Schuss. Das ist einfach sehr gut. Das wollen wir ja auch. Seht ihr das? Ich verteidige aktuell schon so gut, dass die Gegner nicht mehr zum Vorschuss kommen. Und das ist einfach gut. So, haben wir.
Ups, das war ein Fehlpass. Das ist nicht gut. Aber trotzdem seht ihr das, die kommen einfach nicht zum Schuss. Die können noch so viel Ballbesitz haben, das ist mir vollkommen egal. Die kommen nicht zum Schuss. Das ist wichtig, dass sie keine Tore machen. Dass wir auch keine Schüsse zulassen. Rodriguez setzt sich mal mit der Geschwindigkeit durch. Und jetzt einmal in die Mitte. Aber Baumann hält schon wieder gut. Der spielt wirklich gut heute. Ich glaube, das wird auch der beste Spieler sein am Ende des Spiels von Freiburg. Also jetzt mal eine Flanke. Schmiedebach. Aber der Schuss wurde. Es gibt 11 Meter. Ja, super. So, wen lass ich mal schießen? Komm, Bakali kriegt seine Chance mal. Mist, ich wusste es. Ich schieße immer in die Ecke. Und das war einfach scheiße geflankt. Das kann man so sagen. Komm, dann wechseln wir mal. So, Rodriguez geht in den Sturm. Dann kommt noch mal Prip. Los Santos geht auch noch mal. Da kommt Hoffmann. Den Rest lassen wir so. Ja, lassen wir so. Okay. Ja, ich will nie in die linke Ecke schießen, deswegen. Aber ist doch egal, wenn er jetzt mal einen Elfmeter verschießt, was soll's. Aber bislang immer in die rechte Ecke geschossen. Das weiß jeder, der meine Videos guckt. Selbst online schieße ich immer in die rechte Ecke. Aber jetzt seid ihr bestimmt ein bisschen verunsichert. Weil, wenn ich jetzt sage, ich schieße immer in die rechte Ecke, dann wisst ihr nicht, wo ich nächstes Mal hinschieße, falls ich mal gegen euch online spiele. Also das ist auch möglich. Ihr müsst mich nur mal adden und anschreiben. Dann können wir auch mal ein Spielchen machen, im Ultimate Team oder so. Und ja. Aber wenn ihr jetzt wisst, ich schieße immer in die rechte Ecke, das heißt ja nicht, dass ich dann wirklich in die rechte Ecke schieße. Ich kann ja auch einfach mal ganz gut in die linke Ecke schießen oder ich mache einfach einen Lupfer in die Mitte. Also jetzt seid ihr richtig verunsichert. Ihr wisst nicht, wo ich hinschießen werde, falls es einen Elfmeter gibt. Aber 99 oder 90% der FIFA-Spieler, die schießen eh immer in die linke Ecke. Deswegen weiß ich schon ganz genau, wo der Torwart immer hinspringt. So, erstmal irgendwie Raum schaffen. Flanke. Schade. 90. Minute schon. Okay. Jetzt spielen wir doch mal wieder zu 0. Das freut mich. Ja, wir gewinnen 2-0 gegen Freiburg. Endlich mal wieder zu 0 gespielt. Das freut mich richtig. Ja, 8 zu 0 Torschüsse, ne? Wie gesagt, ich habe nichts zugelassen. Ja, und als nächstes spielen wir im DFB-Pokal gegen Berlin. Ja, gegen Berlin. Gegen Hertha. Ja, genau. Und dann sehen wir uns im nächsten Spiel wieder. Also bis dann.